Ich meine, ich bin in Berlin, wohne ich in so einem Haus. Ich habe mehrere Parteien, die da mitwohnen sozusagen. Und Nachbarschaft ist mir schon extrem wichtig, muss ich sagen. Nee? Hast du Nachbarn? Ja. Kennst du die? Nein. Noch nie geklingelt und gefragt? Du wohnst erst einen Monat da. Oh, ah. Aber weißt du, wer dir gegenüber wohnt? Hast du schon mal gesehen? Ich kenne den Nachbarn gegenüber. Ich weiß nicht, wer heißt, aber er ist Koch. Er ist Koch. Man riecht das oder was? Das, oder brennt es oft? Oder hast du dich mal zum... Echt? Aber Kochnachbar ist doch geil, da kann man sich selbst zum Essen einladen, das ist doch geil. Er hat mich auch direkt eingeladen. Er hat dich eingeladen zum Essen. Dann sagt er, er würde jetzt asiatisch kochen. Asiatisch? Also, in Köln? Ich gebe dir beim Rausgehen eine Packung Kondome, das wird... Ich bin heute Abend bei meinem Koch, der kocht asiatisch. Nee, bei uns wohnt eine Familie mit so sehr hässlichen Kindern. Es gibt ja wahnsinnig hässliche Kinder, das muss man sagen, nicht? Das stimmt! So, das tut mir leid, du bist schwanger, 8. Monat, ja, aber das wird ein schönes Kind, das wird wunderschön, natürlich. Sagen ja alle Eltern, nicht? Das wird wunderschön und dann natürlich, wenn es nach dir kommt, aber vielleicht kommt es ja auch nach dem Papa, nicht? Das weiß man. Nein, also es gibt wahnsinnig hässliche Kinder, aber da müssen wir uns nichts vormachen. Nicht? Das ist wirklich. Ich habe das selber erlebt, die Nachbarin, die kommt da mit den Fotos von den Babys, sagt, ist das nicht schön? Und man sagt, nein, ist es nicht. Und dann sagt die noch so Sachen wie, es ist ein Wunschkind. Wo man sagen möchte, ja, aber doch nicht so. Es ist eine Katastrophe. Es gibt so hässliche, man kann es gar nicht sagen. Nicht? Das ist so schwierig. Aber in der Nachbarschaft ist mir wichtig, ne, dass man sich da gut versteht, dass man einen Draht zueinander hat, nicht? Dass man vielleicht mal zum schwulen Koch rübergeht. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich habe den Herrn Heiroth, der wohnt bei mir schräg gegenüber. Und der ist so vom Typ, der ist schon sehr, sehr alt. Also ein bisschen, der sieht ein bisschen aus wie Wolfgang Job als Kerze. Ja, also er ist... Wobei, wenn man ihn anzündet, der brennt wahrscheinlich nicht mehr mehr. Also, es ist ein schwieriger Typ, muss man sagen. Der ist ein bisschen schwierig, der Herr Heiroth und so. Und seit das Fernsehprogramm so scheiße ist, ist der die ganze Zeit am Spion. Nicht? Der guckt die ganze Zeit durch den Spion. Nicht? Und der hat aber so einen Spion, wo man das Auge sieht von außen. Nicht? Das ist vielleicht gruselig. Nicht? Wenn du über den Flur gehst und dann machst du ein Auge so. Und du gehst so vorbei. Hallo, Herr Heiroth! Und er wundert sich immer, wo man ihn erkennt. Nicht? So. Was richtig gruselig ist, wenn man zurück reinguckt und sagt, jetzt lächeln Sie doch mal. Nicht? Das ist schwieriger Typ eigentlich, nicht? Und der hat auch immer so eine Männerhandtasche dabei. Kennt ihr das? So am Handgelenk, so eine Stasi-Männerhandtasche. So, wie man wahrscheinlich seine ganze Vergangenheit mit sich rumschleppte irgendwie, nicht? So. Und ich meine, der ist aber als Typ ist er dann wieder okay, finde ich. Ne? Also Nachbarschaftshilfe, das ist mir wichtig, ne? Wenn ich was brauche oder so, ne? Dass der mir da aushelfen kann. Ne? Ich habe da letztens geklingelt und da stellt er keine Fragen, sondern der hilft dir einfach. Ne? Ich habe gesagt, ich brauche mal eine Flex. Und dann hat er mir eine Flex gegeben, nicht? Ich habe die Flex genommen und er sagt noch so, wenn sie zurückbringen, machen sie das Blut aber ab. So, das ist Herr Heiroth, nicht? Das ist ein sympathischer Typ. Ne? Und ich habe ihm im Gegenzug habe ihm mal ein Fernglas ausgeliehen, nicht? Was er gerne benutzt. Nicht? Wobei ich gar nicht weiß, also eigentlich ist es Quatsch bei ihm, ein Fernglas, weil auf seinem Balkon, der guckt ja auf den Hinterhof, weiß gar nicht, wo der hinguckt. Ja, gut, gegenüber wohnt diese Familie mit den beiden blonden Mädchen. Man möchte da ja keinem nicht so. Im ersten Stock habe ich Larissa. Ne? Larissa ist professionelle Prostituierte aus Castrop-Rauxel. Dachte ich zumindest nicht, aber wahrscheinlich mag sie wirklich einfach rosa Licht. So, das ist so, das ist, und die hat letztens bei mir geklingelt, ne? Im Nachthemd, in rosa. Und hat gesagt, kannst du mir kurz helfen? Ich dachte, wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann sind das mindestens 2 Jahre auf Bewährung. Nicht so... Und dann hat sie aber gesagt, ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dem WLAN. Kannst du mich da? Und dann habe ich gesagt, gar kein Problem, nein. Und dann habe ich sie angemeldet. Ne? Jetzt ist sie auch im WLAN drin. Heiroth, Sackrate 99 ist das Passwort. Weil ich habe sie für den Heiroth ja auch eingerichtet und jetzt habe ich natürlich bei Larissa eine Flatrate. So, nicht? Wobei man sagen muss, da war die Polizei letztens da. Ich weiß gar nicht, da gab es irgendwie Ärger. Die hat irgendwas Illegales runtergeladen. Irgendein seltsames Video gedreht durch ein Fernglas. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Ihrem Comedy-Flug Berlin-Köln, Köln-Berlin. Ich bin der Captain Ingmar Stadelmann. Ich weiß natürlich wie immer nicht, wo es hingeht. Deswegen sucht euch was Eigenes aus. Comedians, die keine Piloten imitieren, sind keine Comedians.